Ich sage Hallo zur Realität. Heute am 9. September 2021 und wir sind hier im Herzen von Playa de Ingles und wir fahren die Straße Calle Timble entlang. Das ist hier, ist das Habitat, heißt das. Und da vorne ist der Gran Chaparral. Und wir fahren hier mal diese Straße entlang. Viele werden die vielleicht gar nicht kennen. Das ist die Rückseite hier vom Hotel Ronda. Weil doch auch immer welche Fragen nach Anlagen behindertengerecht. Hier zum Beispiel Miraflor Suites. Die haben aber jetzt noch nicht auf. Terraflor Park ist die Anlage. Das sind schöne Grünanlagen, also schöne Gartenanlagen, schöne Apartments. Und da gibt es auch einen wunderbaren Minigolfplatz. Und hier ist das Alex Beach Maspalomas Apartment and Lounge. Ja, wenn man selber nicht so oft fährt in diesen kleinen Straßen, da wundert man sich, was es alles gibt bzw. nicht mehr gibt. Und hier auf der linken Seite Terraflor Miraflor Park, wunderschöne Bungalow-Anlagen, sind eine der ältesten hier im Herzen von Gran Canaria. Da gab es früher eine ganz bekannte Bar und zwar hieß die Voodoo Bar. Der Hotti hatte die bekannt auf der ganzen Insel, die Voodoo Bar im Terraflor Park. So, und hier ein 4-Sterne-Resort. Sanom Beach Resort ist auch wirklich neu für mich. Das heißt auch noch nicht geöffnet, aber wohl kurz davor. So, und das ist wohl die bekannteste St. Valentin in Terraflor Park, die bekannteste Anlage hier. Eine schöne Minigolfanlage, auch der Eingang war früher hier auf der anderen Seite oder noch ein Eingang hier auf dieser Seite. Ja, erstmals recht herzlichen Dank fürs Abonnieren, fürs Teilen, für die Videos, für die natürlich Kommentare und für die die Beschreibung der Kommentare, die Beantwortung. Und dann recht herzlichen Dank auch im Namen von Victor für den großen Zuspruch für seine Bilder. Ich werde sie heute nochmal mit anhängen, eine kleine Diashow mitmachen und eben auch die Anfragen, die Leute, die später kommen, die dann doch noch ein Bild kaufen möchten. Also ich bin mir sicher, dass es noch ein paar Bilder geben wird dann. Und überhaupt kein Problem. Und wer sie jetzt haben möchte, die Bilder, der kann dann morgen um 16 Uhr zum Leuchtturm kommen. Und da könnt ihr euch die Bilder vom Victor, von dem Maler, der aus Gran Canaria stammt und hier lebt, ansehen und natürlich käuflich erwerben. Und damit jemand eine Freude machen oder vielleicht euch selber, alles Unikate und wirklich schöne Bilder, teilweise gerahmt. So, und hier ist jetzt die Tropical Sona Bungalows. Neulich kam ich irgendwie auf den Namen, wusste überhaupt nicht, wo die sein könnten, weil es hieß kurz vor Maritim Playa und hier ist es. Ja, und auch wieder die Frage, welches Hotel kann man empfehlen, war gestern. Also Apartmentanlage Los Claveles Park zum Beispiel im Campo Internacional oder das Hotel natürlich hier, das Maritim Playa, immer eine gute Adresse. Sehr zentral und ich sag mal, gute Kritiken kann man gut nachlesen. So, und wir machen nachher auch die Nachrichten. Und wenn jemand die Nachrichten ausführlicher haben möchte, dann kann er doch auch gerne bei Radio Primavera schauen und hören. Natürlich erstens mal das Radio sozusagen 24 Stunden rund um die Uhr. Der Martin mit seinem Radiosender hier
oder dann eben auch auf YouTube, Radio Primavera. So, und wir schauen uns jetzt mal hier an, was es in der Kasper oder um die Kasper herum gibt. Immer wieder die Frage. Also hier, das Gaucho hat noch zu. Alle Sachen hier noch geschlossen. Man sieht es, ich brauche da gar nicht reingehen. Nur der äußere Bereich, also Shopping Center Kasper, hier seht ihr das. Da ist noch nichts los. Hier die äußeren Geschäfte. Ein Supermarkt, hier ein Bazar. Burgerladen. Dann zwei Modegeschäfte. So, und hier in vis-à-vis sind wir direkt vor dem Haupteingang vom Maritim Playa mit dem angrenzenden Restaurant. So, und ich fahre jetzt hier die andere Richtung und fahre einmal um die Kasper herum. Dieses Einkaufszentrum hier mit dem Little Brasil, Plaza Maspalomas genannt, auch nicht mehr offen im Moment. So, und hier ist der Haupteingang vom Maritim Playa. Hier ist er. Und mal sehen, vielleicht gibt es im Maritim Playa wieder das Oktoberfest, ich nehme an. Und dann schauen wir uns das natürlich auch an. Das ist ja legendär, der Weihnachtsmarkt und das Oktoberfest. So, und hier stehen wir auch vor verschlossenen Türen. Das Plaza Shopping Center, der Eingang hier. Hier die Tiefgarage. Zumindest eine Seite ist hier offen. So, und das ist große Baustelle. Hier wird scheinbar abgerissen, dieser in die Jahre gekommene Pavillon. Wir fahren dann weiter, aber jetzt vorab machen wir hier einen Abstecher am Hotel Las Arenas. Und ich zeige euch nochmal, hier geht es zu dem Aufzug, der nach unten führt, aber nicht direkt bis zum Strand, sondern eine Etage oben drüber. Und dann muss man über eine Rampe oder über einen Weg dann bequem zum Strand kommen. So. So, und hier wird auch renoviert, hier wird sauber gemacht. Also die machen schon auch was in dieser Zeit hier in den, ich sage mal, in der ersten Strandreihe ist es natürlich kein Wunder. Das sind doch die begehrtesten Touristenobjekte. So, und hier ist der Aufzug. Hier geht es nach unten. Shopping Center Atlantic Beach Club. Das ist die Aufschrift hier. So, einfach hier rein. Maximal stehen 8 Personen dran. Ich glaube, einer geht nur einen Aufzug, aber und dann geht's ganz einfach hinab. Und hier ist der Atlantic Beach Club. Und die Dächer natürlich von hier nicht sehr schön. Wir gehen ja ein bisschen. So, und dabei gibt es dann die Nachrichten. Die könnt ihr nachlesen. Den Quellennachweis anklicken. Die betreffende Schlagzeile suchen. Und wenn man die gefunden hat, die Schlagzeile anklicken. Und dann kann man den Bericht dazu lesen.
Der Hurricane, der über den Kanaren sich entwickeln sollte, der ist unter Beobachtung, aber im Moment noch keine große Gefahr. Keine Fiesta in der Pandemie, sagt man jetzt. So, und ich schaue mal gerade hier runter und hier sieht man, ist das Meer doch ziemlich aufgewühlt. Man sieht hier ganz einfach viele braune Stellen. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Hier ist das Restaurant La Costa und hier der Strand direkt. Ein brauner, ja, Teppich, aufgewühlter Sand jetzt. Muss ich sagen, habe ich auch noch nicht so oft gesehen, außer wenn es mal arg geregnet hat, dann kam das Wasser aus dem Barranco, aus der Charca. Schauen wir mal, wie es weiter aussieht. Man hat die dritte Impfung freigegeben in Spanien, aber nur für immunschwache Menschen, heißt es. Ein Brandstifter wurde festgenommen, der in Telde schon mehr wie 24 Container angezündet hat, mit einer Drohne überwacht und in Flagranti erwischt. Flüchtlinge vor Maspalomas gerettet, 33 Stück in einem Boot. Ja, und da mussten die Rettungskräfte sogar ihr Leben aufs Spiel setzen. Dann der Aussichtspunkt, einer der schönsten, wurde auf Lanzarote eingeweiht. So, und der Streik, um das es ja immer jetzt noch geht, und zwar ganz einfach, die Koffer, man kommt an die Koffer ran, aber man muss 60 bis 90 Minuten warten, das ist die offizielle Aussage jetzt hier. Und die Hitzewarnung, die besteht immer noch. So, und nun schauen wir mal hier runter. Also hier auch das gleiche Bild. Brauner, aufgewühlter Sand. Das heißt, da ist dann schon ein bisschen mehr Strömung, Bewegung im Wasser, aber es kommt von der Küste her, also nicht vom irgendwo von innen oder oben, also nicht aus dem Meer, sondern von der Küste. So, was waren noch für Fragen? Wenn ich zurückfahre, fallen sie mir wieder ein. Oskars Tanzpub, Günter Siebert. Im Moment ist Tanzen, ja, heute ist ja wieder soweit. Heute könnte sich ja wieder was ändern, diese Regelungen, die Corona betreffen. So, mir wird es jetzt auch zu warm. Ich muss ehrlich sagen, hier sind es 30 Grad. Hier steht die Luft. Hier geht es jetzt wieder in die andere Richtung und auch in San Agustin. Hier ist alles wunderbar klar zu sehen. Ja, also auch schön der Strand von El Verril. Ja, und jeder, der im Playa ist, der muss doch da mal hinlaufen. Das ist doch nur ein Katzensprung. Aber wirklich gibt es Menschen, die wohnen in Playa, waren noch nie in Maspalomas und umgekehrt. Und das ist eigentlich schade. Ja, hier das Apartmenthaus Isabel del Mar. Sieht alles sehr angenehm aus, sauber und renoviert. Ja, und hier seht ihr mal den Atlantic Beach Club, den hört man immer so oft davor. Und auf dieser Etage, da unten, da wo jetzt die Frau steht, da an dieser Stelle, da kommt ihr dann mit dem Aufzug raus. Ja, die Lage vom Atlantic Beach Club ist natürlich schon einzigartig, also, und die Nähe zum Strand. So, und jetzt geht's hier weiter. Ja, ich werde mich jetzt auch verabschieden. 34 Grad zeigt das Thermometer da an. Ich glaub's fast nicht.
Aber es scheint so zu sein, denn ich habe jetzt schon wieder Durst. So, ich gehe jetzt hier noch den Weg nach links. So, ich zeige jetzt euch nochmal die Rückseite von der Kasper, die nennt man Metro. Und die schauen wir uns jetzt nochmal an. Vor uns wieder die Kasper, das Einkaufszentrum mit der Kirche. Und hier das Las Arenas auf der linken Seite. Und wir fahren links, denn man darf nur links fahren. Vorhin standen wir da vorne an dieser Straße. So, und jetzt fahren wir hier rum und schauen uns mal die seitliche Kasper, die heißt ja eigentlich Metro an. Kasper und Metro zusammengebaut. Auch die Metro auf mehreren Etagen, aber das Untergeschoss schon seit ewigen Zeiten eigentlich nicht mehr in Betrieb. Es hat ja auch mal feuertechnischen Problem gegeben. So, und ihr seht selber, hier ist auch alles zu, bis auf, hier gibt es einen Supermarkt und das Café Lilliput ist auch ein Fels in der Brandung. So, und hier am Kuka vorbei, Apartmenthaus Kuka, bräuchte auch mal wieder einen neuen Anstrich. Jetzt verabschiede ich mich ganz einfach und sage bis, ja, eventuell gibt es heute Abend noch mal was oder morgen ein Nachtvideo, ein Abendvideo. Geplant ist es heute. Costa Meloneras in Massa. Sprich Meloneras.